Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren ja letztens hier in Rifton unterwegs und sind hier in einer viel zu vollen Taverne und werden von allen Seiten angequatscht. Das heißt, wir quatschen an, machen damit weiter. Die hatten wir. Feste zu verlassen. Solltet ihr auf dem Markt vorbeikommen, ich handle dort mit Spezialitäten aus Morrowind. Ihr habt einen seltsamen Namen für einen Dunkelelfen. Ich bin zwar ein geborener Dunmer, wurde jedoch als Argonier großgezogen. Aus Gründen, die ich noch herausfinden muss, wurde ich zum Weisen. Dann nahm ich eine freundliche Argonier-Familie in der Schwarzmarsch auf. Ich hoffe, eines Tages herauszufinden, was genau mir zugestoßen ist. Und wie es dazu kommen konnte. Habt ihr Hinweise zu eurer Vergangenheit? Ich weiß nur, dass ich in eine Decke mit dem Symbol des Hauses Telvanni eingewickelt war, als mein argonischer Vater mich fand. Vor langer Zeit war das eines der großen Häuser in Morrowind. Ob das nun heißt, dass ich einer von ihnen war, da bin ich mir nicht sicher. Wenn ihr unterwegs etwas findet, das mir die gesuchten Antworten geben könnte, wäre ich dankbar dafür. Ich halte die Augen offen. Ich danke euch. Warum habt ihr den Himmelsrand gesucht? Ich habe erfahren, dass eine Hausmutter, die beim Haus Telvanni angestellt war, während des Thronfolgekrieges aus Morrowind geflohen ist. Laut der Aufzeichnungen hat sie eine Überfahrt mit dem Schiff der Stolz von Telvos bezahlt. Aber da endet die Spur auch schon. Jahrelang versuchte ich herauszufinden, was aus dem Schiff geworden war. Blieb am Ende aber erfolglos. Hört auf mich zu schieben. Alles, was ihr finden könnt, wäre eine große Hilfe. Viel Glück. Savannah. Tut mir leid, wegen genau, der Unordnung. Das hat mir. Hier sauber zu halten ist keine Krelka. Könnt ihr nicht an meinem Rüstungsstand auf dem Markt vorbeikommen? Oder wollt ihr unbedingt trainieren? Meinetwegen. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt. Echt? Kann ich sogar noch was kaufen? Schnell auf den Beinen bleibt. Ja, klar. Sehr schön, das Geld ist sinnvoll investiert. Behandelt ihr alle Kunden so? Ich habe diesen Müll schon in ganz Himmelsrand verkauft und komme gerade so über die Runden. Ich bin nicht hier, um neue Freunde zu finden. Und ob ihr mit eurem Kauf zufrieden seid, interessiert mich nicht im geringsten. Ich brauche nur das Geld. Sehr schön. Je eher ich aus Himmelsrand verschwinden kann, desto besser. Weshalb wollt ihr Himmelsrand verlassen? Ist das euer Ernst? Der Krieg zerreißt das Land. Die Drachen sind zurückgekehrt. Himmelsrand entwickelt sich nicht zum Positiven. Ich an eurer Stelle würde hier verschwinden, bevor ihr in einem dieser Steingräber endet. Der Argonier dahin ist gerade wegteleportiert. Hat das jemand interessiert? Lieber, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Dank du euch. Hast die mit Skuma, ja. Dich hatten wir. Dich glaubst du nicht. Er war sehr freundlich. Aber das soll nichts zu sagen. So, ist irgendwo der Argonier, der hat sich hier teleportiert. Ihr findet mich auf dem Markt, wenn ihr den besten individuell gefertigten Schmuck in ganz Himmelsrand sucht. Mach ich selber. Stell dir euren eigenen Schmuck her. Jawohl. Leider bin ich einer der letzten traditionellen Saxliel-Juweliere in Tamriel. Unser Handwerk gerät langsam in Vergessenheit. Das einzige Problem ist, dass ich schwer an Materialien komme. Die Straßen zu den Minen und den anderen Städten sind übersät mit Banditen und Schlimmerem. Wärt ihr interessiert daran, ein wenig Material für mich zu sammeln oder euch auch sehr gerne dafür entlohnen? Ach, wir wollen den riesigen Drachen besiegen. Klar, haben wir genug Zeit dafür. Machen wir. Danke sehr, Landläufer. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. 2 makellose Saphire, einen Mammutstoßzahn und einen Klumpen Golderz. Wie läuft das Geschäft? Leider nicht so gut. Dieser Brynjolf. Er zieht den Leuten mit seinen lächerlichen Wundermitteln das Geld aus der Tasche. Vor ein paar Monaten war es Trollfettsalbe und jetzt hat er was Neues im Angebot. Nicht, dass man dagegen irgendwie vorgehen könnte. Er hat gute Beziehungen zur Diebesgilde. Ja, man merkt schon, die Diebesgilde regiert im Hintergrund die Stadt selbst. Die arbeiten. Ich glaube, so langsam es war ein Fehler, die Gram-Feste zu verlassen. Moment, kenn ich dich? In die Schwarzdorn. Was braucht ihr? Ach, das bist du. Okay, ja. Ist es euch gelungen, die Zeichen von diesen Männern zu bekommen?
meine süße Helga. Die letzte Nacht war die wundervollste meines Lebens. Was ihr mir gezeigt habt, was wir getan haben, das hätte ich selbst meinen kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten. Wer hätte gedacht, dass jemand beim Tragen von dätrischen Rüstungsstiefeln seinen Körper so verbiegen könnte? Ihr seid eine wahre Meisterin in den Künsten der Dibella, meine Liebste. Ihr macht eurer Religion alle Ehre. Vielleicht werden wir uns bald wiedersehen, aber erlaubt mir nächstes Mal meine Forelle mitzubringen. Euer geheimer Liebhaber. Jomit. Vielleicht können wir irgendwann jemanden konfrontieren, Jan, erpressen, mal schauen. Das lassen wir. Was ist das? Honig? Den Dorsch legal nehmen? Steht nicht, dass es Diebstahl ist. Ich will eigentlich nur den Inhalt. Da sehe ich keinen Diebstahl, also. Okay. Huch. Ein bisschen schnell gedreht, sorry. Da war mir kurz selbst übel geworden. Irgendwas Spannendes hier versteckt? Scheinend nicht. Wo geht's da hin? Irgendwo, ist eine gute Antwort. Ach, schon Holzteller im Gepäck, naja, was soll's. Danke. Na, bist du Söldnerin? Noch nicht. Ach nee, du bist es. Also gut. Hier geht's nach unten. Oder geht's dann auch nach oben? Also ob wir runter oder hoch gehen, ist im Endeffekt ja dann erstmal egal. Wo ein Turnister? Könnte ja schon spannend sein. Ist keiner in der Nähe. Hat jemand gehustet? Hallo? Ist hier jemand? Tja, nicht sichtbar zumindest. Ja, gibt nicht viel zu sagen und zu sehen hier momentan. Ah, das kennen wir noch nicht. Der Bettler von Dresden. Oh Gott, was ist das für Buchstabe? A? Ich schätze mal A. Aslaf Erol wurde als letzter seines Wurfs von Fünflingen als Sohn von Königin Lapikopra und ihrem Mann König Vutelav im wohlhabenden Nordkönigreich Erlograd geboren. Alter, so viele Namen, Einsatz, okay. Während ihrer Schwangerschaft war die Königin doppelt so breit wie hoch gewesen und die Niederkunft dauerte 3 Monate und 6 Tage. So ist es vielleicht begreiflich, dass Königin Lapikopra, nachdem sie Eslav geboren hatte, die Stirn runzelte. Bloß weg damit, sagte und verstarb. Wie vielen dort machte sich Idluaf wenig aus seiner Frau und noch weniger aus seinen Kindern. Seine Untertanen waren deshalb etwas verwundert, als er bekannt gab, dass er, einer alten Tradition des Volkes, von Admora folgend, seiner geliebten Gattin ins Grab folgen wolle. Man hatte weder gedacht, dass die beiden einander besonders nahe gestanden hatten, noch kannte man eine solche Tradition. Doch die einfachen Leute waren dankbar, weil das kleine königliche Drama ihnen die Langeweile ein wenig vertrieb, die ein allgemeines Problem in den dunkleren Teilen des nördlichen Himmelsrand war und noch immer ist, besonders in der Winterzeit. Idluaf rief seinen Haushalt und seine 5 kleinen, dicken, heulenden Erben zu sich und verteilte seine Hinterlassenschaft. Sein Sohn Yfnof vermachte er seinen Titel, seinem Sohn Leanu vermachte er sein Land, seinem Sohn Suibut vermachte er sein Vermögen und seiner Tochter Leicifitra vermachte er seine Armee. Idluafs Berater hatte ihn gebeten, er solle doch das Erbe zum Bruder des Königreichs zusammenhalten, aber Idluaf machte sich wenig aus seinen Beratern und noch weniger aus dem Königreich. Nachdem er sein Erbe verteilt hatte, zog er seinen Dolch und schnitt sich die Kehle durch. Kurz bevor der König sein Leben aushauchte, rang sich schließlich ein ziemlich schüchterner Amme dazu, durch etwas zu sagen. »Eure Majestät! Ihr habt euer 5. Kind vergessen, den kleinen Eslav. Der gute Idluaf stöhnte. Es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn man gerade mit durchgeschnittener Kehle verblutet. Der König versuchte krampfhaft an etwas zu denken, was er noch vermachen konnte, aber es gab nichts mehr. Schließlich stotterte er gereizt. Dann hätte Eslav sich halt irgendwas nehmen sollen und starb. Das ein wenig
als ein wenig Tage alter Säugling sein rechtmäßiges Erbe selbst einfordern sollte, war wohl etwas ungerecht. Aber so bekam Eslav Erol mit dem letzten Atemzug seines Vaters sein Geburtsrecht. Er bekam nichts, außer dem, was er sich selbst nahm. Denn sonst niemand haben wollte, nahm Truspa, die schüchterne Amme, das Kind mit zu sich nach Hause. Sie wohnte in einer ärmlichen kleinen Baracke, die im Lauf der darauffolgenden Jahre immer noch ärmlicher wurde. Da sie keine Arbeit fand, verkaufte Truspa ihre ganze Einrichtung, damit sie ihren kleinen Eslav Essen kaufen konnte. Als er schließlich laufend und sprechen konnte, hatte sie die Wände und das Dach ebenfalls verkauft und so bestand ihr Heim nur noch aus einem Fußboden. Und wer jemals im Himmelsrand gewesen ist, kann sich vorstellen, dass das nicht so ganz ausreichte. Truspa erzählte Eslav weder von seiner Geburt noch von seinen Geschwistern, die mit ihrem Erbe ein schönes Leben führten, denn sie war, wie gesagt, recht schüchtern und es fiel ihr schwer, das Thema anzuschneiden. Sie war sogar derart schüchtern, dass sie, wann auch immer er irgendwelche Fragen zu seiner Herkunft stellte, einfach davon lief. Das war mehr oder weniger ihre Antwort auf alles, die Flucht. Um überhaupt mit ihr kommunizieren zu können, lernte Eslav beinahe gleichzeitig mit dem Gehen das Laufen. Zuerst konnte er mit seiner Adoptivmutter überhaupt nicht Schritt halten, aber mit der Zeit lernte er, nur über den Ballen zu laufen, wenn er einen kurzen, schnellen Sprint hinlegen musste, und über den ganzen Fuß abzurollen, wenn es so aussah, als würde Truspa mal wieder zur Langstreckenflucht ansetzen. Eslav bekam zwar nie die Antworten, die sie ihm schuldig war, aber er lernte immerhin, richtig schnell zu rennen. Während Eslav heranwuchs, herrschte ziemlicher Trübsinn im Königreich von Erolgard. König Ifnov besaß kein Staatsvermögen, weil dieses Suibuid bekommen hatte. Er besaß kein Land, mit der Einnahmen hätte er erzielen können, weil dieses nur Leernu gehörte. Er hatte keine Armee, um das Volk zu verteidigen, weil diese Laizifitra befehligte. Zudem wurden, da Ifnovs ja noch ein Kind war, alle Entscheidungen im Königreich von seinem ziemlich korrupten Rat getroffen. Es war ein bürokratisches, ausbeuterisches Land geworden, mit hohen Steuern, zügellosen Verbrechen und regelmäßigen Überfällen aus den angrenzenden Königreichen. Keine besonders ungewöhnliche Situation für einen Königreich in Tamriel, aber dennoch unangenehm. Schließlich kam der Tag, an dem der Steuereintreiber von Truspas Schuppen stand, um auch noch den Rest davon einzukassieren, den Fußboden. Anstatt zu protestieren, lief die arme, schüchterne Amme davon und Eslav sah sie niemals wieder. Jetzt war Eslav obdach- und mutterlos und wusste nicht, was er tun sollte. Er war es gewohnt, in Truspas Hütte in der kalten Nachtluft zu schlafen, aber er hatte Hunger. »Kann ich ein Stück Fleisch haben?« fragte er den Metzger einige Häuser weiter. »Ich habe schrecklichen Hunger.« Der Metzger kannte den Jungen schon seit Jahren. Oft hatte er zu seiner Frau gesagt, wie sehr es ihm leid tat, ihn in ein Haus ohne Decke oder Wände aufwachsen zu sehen. Er lächelte Eslav an und sagte, »Hau ab, sonst setz es Prügel!« Eslav verließ eilig den Metzger und ging in eine nahegelegene Taverne. Der Wirt war ein ehemaliger Diener vom Königshof und wusste, dass der Junge eigentlich ein Prinz war. Oft hat er das arme, zerlumpte Kind auf der Straße gesehen und darüber geseufzt, wie das Schicksal ihn behandelt hatte. »Kann ich etwas zu essen haben?« fragte Eslav den Wirt. »Ich habe schrecklichen Hunger.« »Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch nicht berate und auffresse,« antwortete der Wirt. Eilig verließ Eslav die Taverne. Der Rest des Tages verbrachte der Knabe damit, die guten Bürger von Erlugard anzusprechen und um Essen zu betteln. Einer warf ihm etwas zu, aber wie sich herausstellte, war es ein ungenießbarer Stein. Als die Nacht hereinbrach, humpelte ein zerlumpter Mann auf Eslav zu und reichte ihm wortlos etwas Obst und ein Stück Trockenfleisch. Der Junge nahm das Angebotene mit großen Augen an und während es verschlang, bedankte er sich artig bei dem Mann. »Wenn ich euch morgen auf der Straße beim Betteln erwische«, knurrte der Mann, »bringe ich euch eigenhändig um. Wir von der Gilde lassen der Stadt nur eine bestimmte Anzahl von Bettlern zu und ihr seid einer zu viel. Ihr versaut mir das Geschäft.« Es war ein Glück für Eslav Erol, dass er so gut laufen konnte. Er lief die ganze Nacht hindurch. Anmerkung: Die Geschichte von Eslav Erol wird in dem Band Dieb fortgesetzt. Also ist das wahrscheinlich der Origin Story, wie man so schön sagt heutzutage, von der Diebesgilde. Klingt zumindest so. Okay, da waren wir. Relativ große Herberge hier, wer ist das? Hey, schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Ich urteile gar nicht über dich, ich habe dich nur angesprochen, um zu sehen, ob du was zu erzählen hast, außer irgendwie deine gemurmelten Flüche. Okay.
Ja gut, dann erstmal raus hier. So, nach wie vor ist es finster. Da waren wir. Honika im Schlüssel erforderlich, ja. Mal davon abgesehen, hier sind überall Wachen. Schweinerei. Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Verpfänder Pfifferling. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Rifthorn und kümmert sich nicht genug um sich. Das Verbrechen und die Korruption in Rifthorn setzen ihm ganz schön zu. Erstmal lesen. Bersi, ich habe eure letzte Anfrage erhalten, aber ich gehe auf gar keinen Fall in die Nähe des Feuerschleierhügels. Ich weiß, dass die Schmuckstücke aus den Nordgrabhügeln sich recht gut verkaufen, aber sie sind es nicht wert, dafür getötet zu werden. Ihr haltet mich vermutlich für verrückt, aber ich bin sicher, dass es dort spukt. Und ich weigere mich, ein weiteres Opfer von, was auch immer dort lebt, zu werden. Tut mir leid, alter Freund. Wilhelm, Gasthaus Wilhelmir, Ivarstadt. Machen umgehen ist ja ziemlich... Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Was kann ich für euch tun? Euer Laden hat einen höchst ungewöhnlichen Namen. Einprägsam, nicht wahr? In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hatte ein wunderschönes Boot, die kräftige Krabbe. Aber man wird ja leider nicht jünger. Ich habe den Kahn schließlich verkauft und den Fischladen hier eröffnet. War früher ein Pfandhaus. Der Name gefiel mir irgendwie, da habe ich ihn beibehalten. Und so das Gold für ein neues Schild gespart. Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Es war ein großer Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Was stimmt mit Rifthorn nicht? Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Rifthorn? Die Stadt ist korrupt. Durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit, möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Scheißort. Vielleicht solltet ihr euch an die Obrigkeit wenden. Kleiner Hinweis, die sind das Problem. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? Die sind doch alle korrupt. Alle. Ohne Ausnahme. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Die Kerle waren hier mal ziemlich gefürchtet. Ich meine, wenn man ihren Namen flüsterte, lief es einem kalt den Rücken runter. Jetzt sind sie nichts weiter als Halunken und Schläger, die es auf das Geld ehrenwerter Leute abgesehen haben. Man müsste bloß einen kleinen Trupp Wachmänner in den Rattenweg schicken, um sie da rauszuscheuchen. Ihr geht jetzt besser. Was ist der Rattenweg? So nennen wir die alten Abwasserkanäle, die unter der Stadt verlaufen. Ihr müsst wirklich gehen. Ja, ich muss jetzt kurz raus, sie hat mir ja quasi schon gedroht, glaub gerade. Bee and Bob. Die Bienen und der Rülpser also sozusagen? Höret meine Worte. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Bitte was? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Dann guckst du falsch. Woher wollt ihr das wissen? Alles eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, was er trägt. All das sind klare Signale. Mein Vermögen geht euch nichts an. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Brauchst du also einen Schläger? Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin den ganzen Tag über auf dem Marktplatz, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Kommt vorbei, falls euch noch danach ist. Wie soll ich das nur alles machen? Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch.
Ihr lasst etwas zurück. Der arme Kerl hier will raus. Warum tun wir Brandscheid das an? Wir sollen Brandscheid daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Da wir nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. So. Ich werde am Morgen Mara euch segnen. Ich möchte mehr über den Tempel von Mara erfahren. Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare im Himmelsrand. Ich könnte im Tempel heiraten? Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe im Himmelsrand vertraut? Vielleicht. Warum erinnert mich nicht daran? Typischerweise ist die Liebe im Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz, daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Könnt ihr mir von Maras Glauben erzählen? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehnen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Okay, mir will ich von den Schüssen. Mögt ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Warum einen gewöhnlichen Soldaten zu eurem Schutz anheuern, wenn ihr einen Meister des Arkanen habt? Entschuldigt, aber ach, das kannst du. Warum sich damit zufrieden geben, seine Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Woher kommt all dieser Hass auf das Kaiserreich? Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Und das nur wegen eines verdammten Vertrages. Der Boden unter unseren Füßen ist vom Blut unserer Ahnen getränkt. Wir haben für dieses Land gekämpft und sind dafür gestorben. Ich habe meine eigene Tochter an die kaiserlichen Hunde verloren. Und bei Talos, ich will niemanden mehr verlieren. Was ist mit eurer Tochter geschehen? Vor vielen Jahren ist Lilia den Sturmmänteln beigetreten, als es im Himmelsrand zu ersten Gefechten kam. Ich war so stolz auf sie. Sie diente als Kampfjungfer und half mit ihren Heilkünsten all jenen, die auf dem Schlachtfeld verletzt wurden. Eine Klinge hat sie nie angerührt. Das war ihnen egal. Die kaiserlichen Soldaten metzelten sie nieder. Sie haben sie abgeschlachtet wie ein Tier und ihre Leiche im Schlamm verfaulen lassen. Und deshalb werde ich nicht eher ruhen, bis jeder einzelne kaiserliche Soldat ihr Gesellschaft leistet und Ulfric auf dem Thron von Himmelsrand sitzt. Okay. Ulfric unterstützen oder beim Versuch sterben. Dazwischen gibt es... Kerava. Mit diesem Monat müssen wir leider den Preis für Schwarzen und Met verdoppeln. Wie ihr sicher wisst, kommt es im Himmelsrand zu beträchtlichen Unruhen. Infolge dieser Unruhen entstehen uns erhöhte Kosten für den Schutz unserer Lieferungen, für Zutaten und für Arbeit. Ich glaube, ihr werdet eure Kunden mehr als bereit finden, sich an dieser Last zu beteiligen, indem sie die Kosten durch einen Preisaufstieg auffangen, den ihr am besten sofort einführt. Werden uns neuen Preis nicht gezahlt, wird das sofort kein Schwarzdorn-Med mehr geliefert. Hochachtungsvoll, Maven Schwarzdorn. Na, die Schwarzdorner müssen wir loswerden. Ihr Münzen, was darf ich euch bringen? Med? Was redet man so in der Stadt? Wenn Maven Schwarzdorn die Preise für Met weiter erhöht, muss ich ihn verwässern, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. Miol, die Löwin, war eine Abenteurerin in Himmelsrand, bevor sie sich in Rifton zur Ruhe setzte. Angeblich war der Auslöser dafür der Verlust ihrer verzauberten Klinge. Früher waren Fische und Honig der Hauptexport von Rifton. Dann kam die Schwarzdorn-Familie. Jetzt regiert König Med die Stadt. Dank der Diebesgilde ist die Verbrechensrate in dieser Stadt so hoch wie noch nie zuvor. Als ob uns der Krieg nicht schon genug Probleme bereiten würde.
Okay, da ist sie durch mit ihren. Schau doch mal wieder vorbei. Du. Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es einmal versuchen. Ihr seid ein Fischer? Der Beste von ganz Rifthorn. Mir gehört die Fischerei von Rifthorn. Hab mit nur einer Angelroute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und zwei Schiffe. Nicht schlecht für einen Ort im mittleren Alter, was? Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit, aber ich bin der anderer Meinung. Ihr hört euch ziemlich wohltätig an. Ich schätze, irgendjemand muss es ja tun. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand sich diese sogenannte Stadt befindet? Bettler durchstreifen die Straßen, das Verbrechen grassiert und der drohende Krieg vertreibt die Geschäftsleute. Die paar Münzen, die ich in die Spendenbüchse des Tempels werfe, sind das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Ihr habt von Nivenor gesprochen. Nivenor ist meine Frau. Wie mir jemals ein so wunderschönes Wesen begegnen konnte, ist eines der großen Mysterien des Lebens. Wir sind geteilter Meinung, was meine Wohltätigkeit angeht. Sie sagt, die Leute in dieser Stadt seien faul geworden und würden sich auf die Almosen verlassen. Ich versuche, sie in meine Lektionen von Mara mal drüben im Tempel von Mara mit einzubeziehen. Aber sie geht lieber einkaufen. Jedem das seine, was? Wer kauft denn euren ganzen Fisch? Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht in Gold wert. Nur den Markt von Markart habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. Klar, wir machen alles. Gut. Klepper wird euch bezahlen, wenn ihr ihm den Brief übergebt. Hier ist er. Helga hat euch ein Zeichen die Bella gegeben. Ich will es. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Ich würde niemals mit jemand anderem als meiner guten Frau Drifa schlafen. Hallo, Anhänger von Mara. Gebt es mir und niemand muss davon erfahren. Es war doch nur eine Nacht. Ich glaube, sie hat mir etwas in mein Getränk geschüttet. Ich war seither nicht einmal mehr in der Herberge. Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich will es nie wiedersehen. Geht doch. Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. So. Ich möchte über Shardas Schulden sprechen. Ich wusste, dass der dumme Junge eine Möglichkeit finden würde, sich aus seinen Schulden zu stehlen. Das ist doch ganz einfach. Ich habe ihm etwas Gold geliehen, er hat versprochen, es mir zurückzuzahlen und nun sagt er sei blank. Das ist schon alles. Mhm. Aber du hast ihn vorher ausgeraubt. Wir wissen beide, dass es ein abgekartetes Spiel ist. Also schön. Ich habe an seiner Lieferung wohl genug verdient. Da brauche ich keine Zeit mehr damit zu verschwenden, einen Stalldiener zu bedrohen. Sagt Chadre, wir seien quitt. Geht doch. Wir laufen uns wieder einmal über den Weg. Sucht ihr Arbeit? Jemand muss Sibby Schwarzdorn eine Nachricht überbringen. Was für eine Nachricht? Ich habe Sibby Schwarzdorn kürzlich darauf angesprochen, Frost zu kaufen. Eines der besten Zuchtpferde in Himmelsrand. Er hat zugestimmt. Ich habe Sibby die Hälfte im Voraus bezahlt. Doch bevor er liefern konnte, hat Maven ihn einsperren lassen. Sibby glaubt, dass unser Handel damit geplatzt ist. Nein. Ich möchte, dass ihr mit Sibby redet. Bringt mir Frost und die Abstammungsurkunde, die seinen Wert belegt. Einverstanden. Guter Mann, ihr werdet es nicht bereuen. Geht zum Gefängnis von Rifthorn und sprecht mit Sibby. Bringt ihn dazu, euch zu sagen, wo ihr Frost und seine Abstammungsurkunde findet. Trefft mich dann außerhalb von Rifthorn und bringt alles mit. Für euren Aufwand werdet ihr reichlich entlohnt. Warum sitzt Sibby im Gefängnis? Keine Ahnung, aber er hat es geschafft, Maven zu verärgern. Niemand würde einen Schwarzdorn ohne ihre Erlaubnis einsperren. Warum sagt ihr das Sibby nicht einfach selbst? In der Nähe von Wachen oder Gefängnissen fühle ich mich unwohl. Vor allem, wenn Geschäftspartner eingesperrt sind. Nein, ich treffe euch außerhalb der Stadt. Mhm. Ich treffe euch vor der Stadt. Ja, hab ich verstanden. Da geht's dann runter durch die Tür, hier geht's hoch, okay.
Talon Jay. Ich habe Rücksprache mit Ahmara Mal gehalten und bin sicher, dass die traditionelle argonische Bindungszeremonie einbezogen werden kann, falls erforderlich werden sollte. Es wäre uns eine Freude, euch im Tempel zu empfangen, mit Maramal eine Hochzeitszeremonie zwischen euch und Kerava durchführen kann, doch wir würden dafür wie besprochen den angemessenen Beitrag verlangen. Was auch immer ihr beschließt, ich wünsche euch viel Glück und hoffe, euch bald hier zu sehen. Trifa. Ihr hättet einfach fragen können. Willkommen im Bienenstich, mein Herr. Lasst mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten. Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rifton gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch 3 makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Ich könnte für euch danach suchen. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu bitten. Ich danke euch. Könnt ihr mir etwas über den Ehering erzählen? Jeder argonische Hochzeitsring muss mit 3 makellosen Amethysten ausgestattet sein. 2 der Edelsteine, die beiden äußeren, stehen für das Hochzeitspaar. Einer für den Bräutigam, einer für die Braut. Der Amethyst in der Mitte steht für die Hist, die für alle Argonier ein heiliger Teil unseres Lebens sind. Ihr habt gesagt, dass ihr Getränkespezialitäten anbietet? 3, um genau zu sein. Meine eigenen Rezepte stammen noch aus meiner Zeit als Barmann in Gideon. Das erste, samtweicher Lechance, ist eine Mischung aus Brombeere, Honig, Würzwein und einem Hauch Tollkirsche. Gänzlich ungefährlich, versprochen. Als nächstes haben wir den Weißgoldturm. Ein Gedicht aus süßer Sahne, gekrönt mit einer Schicht aus Met, Lavendel und Drachenzunge. Und zum Abschluss haben wir für die tapfersten Seelen den Klippenrenner, der aus Feuerbranntwein, zyrodeilischem Brandy, Flynn und Tsuyama gemischt wird. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Die sind Ungeziefer, Abschaum. Leute wie die machen diese Stadt zu einem so furchtbaren Platz zum Leben. Wie passend, dass sie im Rattenweg mit dem Rest des Mülls leben. Was ist der Rattenweg? Widerwärtig. Verfallene Kanäle voll mit. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Es gibt einen Eingang unten beim Kanal, aber von dem würde ich euch dringend abraten. Das ist das Gebiet der Diebesgilde. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. So, an der Stelle würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Huch, das wollte ich nicht. So, wie gesagt, machen wir Schluss. Und ja, dann machen wir das nächste Mal weiter. Wir müssen den Rifton ja noch ein bisschen was abgehen und nähern uns aber dann immer mehr der Diebesgilde. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!